Ich bin heute in Leverkusen bei der Firma Azhos. Und da sind ein paar Jungs, die haben eine Lösung für das Messen von Flüssigkeiten anhand der Blockchain-Technologie. Wie das funktioniert und was das für die Bank vielleicht bedeutet, das schaue ich mal halt an. Und ja, wer mir mehr dazu sagen kann, ist Toni. Hallo Toni, du bist der CEO von Azhos. Jetzt musst du mir nur noch mal kurz erklären, was ist ein Schüttgut genau? Also ein Schüttgut kann praktisch alles sein, was ich nicht in einem Paket verschicken kann. Das sind Plastikgranulate, das kann auch Rohöl sein, auf der anderen Seite auch Weizen oder Soja in größeren Mengen. Und das ist im Prinzip genau die Warengruppe, die sehr, sehr schwer finanzierbar ist, weil ich in den meisten Fällen nicht einen eindeutigen Nachweis habe, wie zum Beispiel ein Paket, sondern einen bestimmten Bereich oder einen bestimmten Füllstand in einem Silo. Man kann sich das jetzt an dem Tank folgendermaßen vorstellen. Ich klopfe einmal oben, okay. Mitte, unten. Okay. Ja. Und gut, je nach Füllstand kann ich heraushören, was noch drin ist. Und das führt natürlich zu gewissen Problemen, weil wenn ich selber mit dieser Art von Datenlage zurechtkomme und damit meine Belieferungsprozesse automatisieren kann, bin ich auf der sicheren Seite. Im zweiten Schritt, wenn ich aber eine Finanzierung für dieses Material benötige und einer Bank erkläre, mein Praktikant hat dreimal geklopft, ich brauche 35 Millionen Euro, funktioniert das nur in den wenigsten Fällen. Wie funktioniert das jetzt, wenn wir was entnehmen? Wenn wir tatsächlich was entnehmen, das kann ich auch kurz vorführen, misst der Sensor in Echtzeit, das kann man hier ablesen, den Füllstand und die jeweilige Veränderung. Ja. Und sobald ein voreingestellter Threshold erreicht ist, das bedeutet, das Silo leer ist oder benachschubt werden muss, wird automatisch eine Reorder ausgelöst. Das bedeutet, ich bestelle autonom im SAP-System des Zulieferers eine neue Lieferung. Mit einem Sensor wie zum Beispiel diesen oder diesen kann man in Echtzeit einen Inventarstand nachvollziehen. Was ist denn jetzt das Neue daran? Tatsächlich sind diese Sensoren nicht unbedingt eine Neuheit. Das heißt, die werden in der Industrie schon seit mehreren Jahren oder Jahrzehnten eingesetzt. Die wirkliche Neuheit ist tatsächlich die Kombination aus einem Sensor, der Datenbank und tatsächlich einer Blockchain. Also nicht die Datenerfassung selber, sondern tatsächlich die Verlässlichkeit der Daten, um uns sicherzustellen, dass keine Manipulation stattfinden konnte. Das ist ja Hochsicherheit hier. Was ist jetzt genau der Vorteil, die Blockchain zu nutzen? Die Blockchain bietet den eindeutigen Vorteil, dass man die Daten ab jetzt neutral lagern kann. Heutzutage werden nämlich Daten, wie sie zum Beispiel von unseren Sensoren erfasst werden, zentral auf einer Datenbank gespeichert. Das heißt, es liegt entweder in der Firma des Kunden oder in der Firma des Zulieferers. Das bedeutet auch, dass die beiden Parteien sich in erster Linie vertrauen müssen, um miteinander Geschäfte zu machen. Und natürlich auch eine Bank bei einer Finanzierung dem jeweiligen Datensatz vertraut. Eine Blockchain löst dieses Problem dieser Einseitigkeit der Daten, weil wir die Netzwerkhoheit 50-50 auf einen Zulieferer und auf einen Kunden übertragen können. Das bedeutet, keine der beiden Parteien kann einen Datensatz manipulieren, ohne die Zustimmung des jeweils anderen. Das heißt dann auch im Endeffekt, dass der Datensatz unmanipulierbar ist, neutral und vor allem sicher. Genau das senkt das Risiko für die Bank. Kannst du dir denn jetzt vorstellen, was Banken noch dazu beitragen können, damit der Prozess noch einfacher sein wird? Mithilfe der Daten, die wir heutzutage schon erfassen können, können wir auch sehr, sehr viele Prozesse automatisieren. Die autonome Überweisung oder tatsächlich das autonome Settlement der Zahlungen. Heutzutage muss immer noch jemand tatsächlich am Tisch sitzen und eine Überweisung per Hand tätigen. Unglaublich. Das wäre mit einem digitalen Euro in Zukunft obsolet. Das bedeutet, dass ich direkt mit einem Gerät, also einem IoT-Sensor, direkt eine Überweisung in einem System oder von einem Konto auslösen kann.